Hallo, zu hoch die Hände Wochenende. Himmlische Momente. Ich mache an diesem langen Wochenende eine Ausfahrt. Ich fahre ins Freie. Ich will den Himmel sehen, in Gänze. Ich lege mich auf eine Wiese. Kein Baum, kein Haus, kein Nichts, das meinen Blick stört. Mein Blick in den Himmel. Diese unendliche, blaue Weite. Zeitlos zieht sie dahin. Gestern war Himmelfahrt. Wir erinnern uns an den Abschied Jesu von seinen Jüngern, 40 Tage nach der Auferstehung. Jesus kehrt zurück zu Gott. Himmelfahrt. Zwischen Himmel und Erde. Jesus sagt zu seinen Jüngern, was steht ihr da und schaut in den Himmel? Tja, so wie die Jüngerinnen, sehne auch ich mich manchmal weit weg. Ich stehe oder liege so wie an diesem Wochenende auf meiner Decke und gucke in den Himmel. Ich sehne mich zu den Momenten, in denen der Himmel die Erde berührt, hinreißende Wolkenformationen über mir herziehen und ich versinke für Augenblicke. Ich bin herausgehoben aus dem Lauf der Zeit. Das sind hinreißende Momente für mich. Ich liege da und schaue in den Himmel. Ich versinke im endlosen Blau. Vögel zwitschern, Bienen summen und alles scheint möglich. Diese Augenblicke haben eine große Anziehungskraft für mich. Ich gehe ihnen nach, möchte sie wiederholen. Eigentlich möchte ich sie festhalten, ihnen Dauer verleihen. Ja, das wäre wunderbar, den Himmel auf die Erde ziehen, dem Himmel hier ein Zuhause geben und dafür sorgen, dass sich der Himmel hier, genau hier ausbreiten kann. Diese Momente lösen eine Sehnsucht in mir aus. Eine Sehnsucht, die mich verändert und mir Kraft gibt für mein Leben. Sie lassen mich die Weite des Glaubens spüren und ich ahne, was Jesus meinte, wenn er sagt, guckt nicht nach oben, sondern guckt in die Welt. Nicht da, wo der Himmel ist, ist Gott, sondern da, wo Gott ist, da ist der Himmel.